Willkommen zum Wochenrückblick. Schulungsangebote im Sicherheitsbereich am Beispiel des Gemeindeseminars Führen in Krisen und Katastrophen stand im Mittelpunkt einer Pressekonferenz in der Landessicherheitszentrale. Teilnehmer waren Landeshauptmannstellvertreter Johann Schürz, Magister Bettina Frank von der Akademie Burgenland und der Sicherheitskoordinator Dr. Ernst Böckskör. Ja, das Thema Sicherheit hat jetzt höchste Priorität. Auch im Burgenland, nachdem es ein eigenes Hauptreferat geben wird, muss man natürlich den Bereich Sicherheit auch so ansprechen, dass es natürlich auch präventive Maßnahmen gibt. Und das ist der Katastrophenschutz. Katastrophen können jederzeit kommen. Sie sind zwar nicht jetzt da, aber können jederzeit kommen. Daher gibt es zukünftig jetzt Seminare in den Gemeinden, wo Krisenmanager ausgebildet werden. Diese Seminare beginnen jetzt zu laufen. Und ich glaube, es ist wichtig, schon vorbereitet zu sein, wenn eine Katastrophe kommt und nicht einfach zu warten, bis eine Katastrophe kommt. Auf neue Beine stellen will Jugendlandesrätin Magistra Astrid Eisenkopf die burgenländische Jugendpolitik. Unter dem Motto »Die Zukunft ist jung« sollen gemeinsam mit der burgenländischen Jugend unter wissenschaftlicher Begleitung jugendrelevante Themen definiert und Konzepte erarbeitet werden. Ich will in der Jugendpolitik hin zu Themen, die die Jugendlichen wirklich interessieren, die ihre Zukunft beeinflussen. Und dabei setze ich voll auf die Einbindung, auf die Meinung der Jugendlichen, umreißt Eisenkopf ihre Ziele. Wir werden das Landesjugendreferat, die Neuausrichtung des Landesjugendreferates und auch die gesamte Jugendpolitik ab dem Jahr 2016, also ab heuer, auf ganz neue Beine stellen. Das heißt, wir werden einerseits ganz intensiv auf die Ideen und auf die Wünsche und Anregungen der burgenländischen Jugendlichen eingehen, ihre Ideen aktiv auch in die Gestaltung der Jugendpolitik mit einbinden. Und das Ganze wird wissenschaftlich begleitet durch das Institut für Jugendkulturforschung, also den Herrn Magister Bernhard Heinzelmeier mit seinem Team. Da gibt es bereits eine Jugendstudie Burgenland 2015, auf dieser werden wir aufsetzen und wir werden das ganze Jahr über auch wissenschaftlich begleitet werden mit unserer Arbeit, mit Zukunftsworkshops mit den Jugendlichen gemeinsam, wo wir einerseits die Jugendlichen aktiv in die Arbeit mit einbinden werden, wo wir Projekte initiieren werden, die von den Jugendlichen kommen und mit den Jugendlichen gemeinsam gestaltet werden und gleichzeitig aber auch die wissenschaftliche Begleitung. Das wird das ganze Jahr über dauern und natürlich wird es zusätzlich auch im Landesjugendreferat die üblichen Freizeitgestaltungsangebote geben. Die Kommunikation werden wir auf neue Beine stellen, das heißt, es wird eine neue Homepage auch geben, die zahlreiche Informationen zur Verfügung stellen wird, auf die sich die Jugendlichen ganz unkompliziert und gut anschauen können, was es für Angebote gibt, sei es jetzt Bildungsangebote, Förderangebote und hier einen schönen Überblick erhalten, vor allem aber unkompliziert. In Kleinhöflein wurde letzte Woche eine neue Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eröffnet. Hören Sie, was Landesrat Magister Norbert Darabusch dazu sagt. In Kleinhöflein wurde eine neue Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eröffnet. Ich bin froh und dankbar, dass wir im Burgenland diese neue Einrichtung mit insgesamt 15 neuen Plätzen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu Wege gebracht haben, freut sich Soziallandesrat Magister Norbert Darabusch. In den SOS-Kinderdorffamilien finden Kinder ein dauerhaftes Zuhause. Die SOS-Kinderdorfmütter und Väter sind ausgebildete Familienpädagogen, welche die Kinder auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleiten. Im Burgenland sind wir jenes Bundesland, das die stärkste Anzahl von unbegleiteten Minderjährigen hat, was Flüchtlinge betrifft. Auf das sind wir stolz, weil es wichtig ist, dass junge Männer und Frauen, die ohne Eltern flüchten mussten, auch aufgenommen werden. Und diese Einrichtung hier in Kleinhöflein ist eine vorbildliche Einrichtung. Und auch meine Kollegin hier vom Grünen Club, die das Haus zur Verfügung gestellt hat, hat hier aus meiner Sicht einen sehr guten Dienst erwiesen, weil es darum geht, auf der einen Seite für jene Menschen auch da zu sein, die für Flüchtlinge auch ein Herz haben. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch in Zukunft schauen, wie es weitergeht. Aber wir brauchen solche Menschen, die auch bereit sind. Und SOS Kinderdorf ist so eine Einrichtung, auch die Betreuung dieser Jugendlichen vorzunehmen. Letzten Donnerstag wurde in Oberwart die 26. Baumesse eröffnet. Wir waren für Sie dabei. Unter dem Motto Bauherr trifft Baumeister
Sanierer trifft Handwerker, Kundschaft trifft Experten, wurde am Donnerstag, den 21. Jänner 2016, die 26. Baumesse in Oberwart eröffnet. Von 21. bis 24. Jänner 2016 konnten sich Interessierte über Trends sowie Innovationen rund ums Bauen und Wohnen informieren. An die 300 Aussteller präsentieren ihr Know-how, ihre Produkte und Dienstleistungen. Die Baumesse Oberwart ist ein großer Impulsgeber, nicht nur für das Südburgenland, sondern für das ganze Burgenland. Wir haben in den letzten Jahren im Österreich-Vergleich ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt. Der Bausektor hat dazu überproportional beigetragen. Zur weiteren Stärkung der burgenländischen Wirtschaft und zur Schaffung neuer und zur Absicherung bestehender Arbeitsplätze hat das Land mit 1. Jänner 2016 die Sonderförderaktion Burgenländischer Handwerkerbonus gestartet. Die Förderhöhe beträgt bis zu 5.000 Euro. Darüber hinaus nehmen wir 125 Millionen Euro über die Wohnbauförderung in die Hand. So Landeshauptmann Hans Niesel bei der Eröffnung der 26. Baumesse in Oberwart. Letzten Samstag haben wir den FPÖ-Ball in Schattendorf besucht. Am Samstag, den 23. Jänner 2016, fand der jährliche Ball der FPÖ Burgenland in Schattendorf statt. Gekommen waren aber nicht nur FPÖ-Politiker unter der Führung von Landeshauptmannstellvertreter Johann Schürz, auch die Bürgermeister von Schattendorf, Johann Lotter und Leupersbach, Magister Erhard Amminger, schauten vorbei. Eröffnet wurde der Ball traditionellerweise von der Volkstanzgruppe Leupersbach. Mit Renés Musik ging es dann weiter durch den Abend. Als Überraschungsgast kam gegen Mitternacht die Sängerin Marlena Martinelli und heizte noch einmal die Stimmung an. Nach der Tombola wurde dann noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Sehen Sie jetzt einen Bericht über die 24 Stunden Burgenland Extremtour 2016. In Ockau starteten ca. 1700 Teilnehmer bei der 24 Stunden Burgenland Extremtour 2016. Das Rennen begann um 4.30 Uhr. Diesmal waren auch Radfahrer mit dabei. Die sehr kalte Temperatur machte den Teilnehmern zu schaffen. Viele Wasserflaschen waren eingefroren und viele Handyakkus sehr schnell leer. Die Strecke ist 120 Kilometer lang, davon 40 Kilometer über ungarisches Gebiet. Heuer gab es auch mit einer Zeit von 9 Stunden und 42 Minuten für den Sieger einen neuen Rekord. Fahrradfahrer haben wir auch schon bei uns. Sehen Sie ihn? Alexander Rüdiger. Jörg Krasser. Und ihr zwei habt ja sowieso schön mitgemacht. Wie war die Strecke? Ja, kalt und lang. Es waren die Verpflegungsstellen meines Erachtens wieder so wie letztes Jahr sensationell. Und gutes Essen, gute Suppen, guter Tee, gute Verpflegung. Also im Großen und Ganzen kann ich nur einladen, auch 2017 mit dabei zu sein, wenn Sie es noch nicht waren. Und die erste Sieger im Laufen sind die drei jungen Männer Pamir. Wie ist Ihre Name? Andreas Fischer. Fister Gerald. Andreas Sageda. Und ihr drei habt ihr gemeinsam gelaufen? So bei ab Kilometer 80 oder so sind wir dann, haben die beiden aufgeschlossen und dann haben wir entschlossen, das Ganze gemeinsam über die Bühne zu bringen. Mein Schritt ist leichter. Ist das für Sie das erste Mal, dass Sie laufen? Nein, also ich war voriges Jahr auch dabei. Und welche Unterschiede, wenn Sie sagen, von dem voriges Jahr zu dieses Jahr Lauf? Ja, also im heutigen Jahr war es deutlich einfacher. Also die Wetterbedingungen heuer waren sehr gut. Wir haben zwar Minustemperaturen gehabt, die hauptsächlich das Problem gehabt haben, dass die Trinkgefäße gefroren sind. Das war das einzige Problem, aber dann, nachdem die Sonne wieder raus war, hat das Ganze aufgetaut wieder. Es waren perfekte Bedingungen gegenüber vorher. Nach der Regierungsklausur letzten Freitag haben wir mit Landeshauptmann Hans Nissel und Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz über die Ergebnisse gesprochen.
Die Arbeitsschwerpunkte für das erste Halbjahr standen im Mittelpunkt einer Klausur der Regierungsparteien im Kultur- und Kongresszentrum Eisenstadt. Gemeinsam präsentierten im Anschluss Landeshauptmann Hans Nissel und Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürt die Ziele der Regierungsarbeit. Mit Förderprogrammen für die Wirtschaft, insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe, soll die 100.000er-Marke bei den Arbeitsplätzen erreicht werden. Die Verwaltungsreform wird Schritt für Schritt umgesetzt, ebenso wie die Reformen im Tourismus. Im Bildungsbereich ist für jeden Monat ein neuer Schwerpunkt geplant und ein Jugendbeschäftigungsprogramm soll jedem Jugendlichen eine Ausbildung garantieren. Ein neues Sicherheitskonzept für die Gemeinden soll mit Sicherheitspartnern unter wissenschaftlicher Begleitung ab dem Sommer als Pilotprojekt in zunächst 9 Gemeinden umgesetzt und nach einem Jahr auf weitere ausgedehnt werden. Es hat heute bei der Regierungsklausur sehr viele Schwerpunkte gegeben. Alle Regierungsmitglieder haben ihre Arbeitsschwerpunkte für die nächsten Monate bis Juni, bis zum Sommer präsentiert. Eines der ganz wichtigen Schwerpunkte wird sein, dass wir Rahmenbedingungen, Voraussetzungen schaffen, dass wir am Jahresende 1000 neue Arbeitsplätze im Burgenland haben. Hier hat der zuständige Landesrat Alexander Petschnik gute Vorarbeit geleistet. Die WIBAG und jetzt WIBUG als One-Stop-Shop entsprechend zu positionieren, das Tourismusgesetz auch umzusetzen. Landesrat Bieler stellt die notwendigen Finanzen zur Verfügung, dass diese Vorhaben auch realisiert und umgesetzt werden können. Landeshauptmann-Stellvertreter hat sein Sicherheitskonzept für das Burgenland präsentiert. Und ich selbst werde über den Handwerkerbonus, über die burgenländische Wohnbauförderung dazu beitragen, dass wir im Burgenland wirtschaftliche Impulse auch wieder machen können, dass die Menschen eine Wohnung bekommen. Leistbares Wohnen ist ein ganz wesentlicher Bereich. Und ein zweiter sehr wichtiger Bereich ist natürlich auch, dass in Zukunft die Jugendlichen wieder Beschäftigung haben. Das Land Burgenland und mit Unterstützung des Landes Burgenlands bilden wir 42% der Lehrlinge in überbetrieblichen Einrichtungen aus. Diesen hohen Anteil, diesen hohen Prozentsatz hat es noch nie gegeben in unseren Lehrwerkstätten, im Land Burgenland als Lehrlinge, als Praktikanten, als Ferialpraktikanten im Sommer. Das Land gibt 1,3 Millionen Euro in diesem Jahr aus, um jungen Menschen eine Beschäftigung zu bieten. Und wir bereiten bereits vor, dass es eine Ausbildungsgarantie gibt, dass jeder junge Mensch bis zum 18. Lebensjahr die Garantie hat, dass er entweder eine Lehre macht, eine überbetriebliche Ausbildung, in die Schule geht, studiert. Und das wird dann noch im Laufe des Jahres umgesetzt werden. Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, Sie haben vor den Wahlen versprochen, das werde eine Dorfwache kommen. Jetzt ist eine Zeit, wo das kommt. Ja, es ist heute sozusagen der Startschuss gekommen in der Regierung. Wir haben einstimmig beschlossen, dass wir in diese Umsetzungsphase kommen. Wir haben auch schon 9 Pilotgemeinden festgelegt. Es wird so sein, dass circa Mitte Juni es Sicherheitspartner in den Gemeinden geben wird. Ein ganz entspannendes Projekt, ein Bürgerservice-Projekt, wo sich die Menschen wieder wohler fühlen, sicherer fühlen. Das heißt, alles, was wir vor der Wahl gesagt haben, kommt jetzt auch nach der Wahl und da bin ich sehr stolz drauf. Dankeschön. Ab 28. Jänner 2016 werden die Landtagssitzungen im Internet live übertragen. Der Startschuss für die Echtzeitübertragung der Landtagssitzungen fällt am 28. Jänner 2016 um 10 Uhr. Landtagspräsident Christian Illetitsch ermöglicht bereits vorab einen exklusiven Einblick in die Regiekabine. Mit dem Livestream der Landtagssitzungen setzt Illetitsch einen demokratiepolitisch bedeutenden Schritt. Ebenfalls Teil seiner Transparenzoffensive zur Öffnung des Burgenländischen Landtags ist eine Auflage zielgruppenspezifischer Broschüren. Eine erste wurde schon präsentiert. Die Tourismusumsätze liegen im Burgenland erstmals über 1 Milliarde Euro. Mehr als 100 Millionen Euro an EU-Tourismusförderung sind in den letzten 15 Jahren in den heimischen Tourismus geflossen. Eine vom Regionalmanagement Burgenland in Auftrag gegebene Studie zu den volkswirtschaftlichen Effekten
präsentierten Landesrat Helmut Bieler, Tourismuslandesrat Magister Alexander Petschnig und RMB-Geschäftsführer Magister Harald Horvath in Bernstein. Die wichtigsten Fakten: Die jährlichen Wachstumsraten liegen seit 2000 bei über 2,5%. Die Besuchstage im Jahr sind von knapp 7 Millionen auf fast 11 Millionen gestiegen. Der Tagestourismus ist mit 89% überproportional gewachsen und Wachstumstreiber. Der Österreicheranteil an den Übernachtungen ist auf 82% gestiegen und die Gesamtwertschöpfung hat im Vorjahr erstmals die Milliardengrenze überschritten. Ja, es ist natürlich eine große Freude, so eine Studie über den burgenländischen Tourismus, über die Entwicklung des burgenländischen Tourismus präsentieren zu dürfen. Der Tourismus ist nicht nur ein wichtiger Sektor im Burgenland, sondern auch sehr, sehr schnell wachsender, sowohl was die Umsätze, was die Wertschöpfung und auch natürlich was die Beschäftigung betrifft. Und wir wachsen wesentlich schneller als im Österreich-Schnitt, wesentlich schneller als andere Sektoren. Und da gilt es natürlich, am Ball zu bleiben, weiterhin zu investieren, die Strukturen entsprechend zu bereinigen, um eben Wohlstand, Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land zu sichern. Wir haben heute einige, von wissenschaftlicher Seite, einige wichtige ECs bekommen. Wir sind in weiten Bereichen, zum Beispiel beim neuen Tourismusgesetz, bestätigt worden. Der Weg ist richtig und wir werden mit Entschlossenheit und Empathie weitergehen. Jeder Bürger muss gleich viel wert sein, fordern der Gemeindevertreterverband und der SPÖ-Kommunalsprecher im Parlament, Erwin Breiner. Das Jahr 2016 steht für die heimischen Kommunen ganz im Zeichen des neuen Finanzausgleichs. Experten der Länder, Gemeinden und des Bundes werden jetzt in die heiße Phase der Finanzausgleichsverhandlungen einsteigen. Daher ist es wichtig, dass sich die Kommunen schon im Vorfeld richtig positionieren und ihre Forderungen darlegen. Der Gemeindevertreterverband Burgenland hat eine Studie zur Verteilungsgerechtigung im Finanzausgleich anfertigen lassen. Dabei wurde festgestellt, dass nicht jede Bürgerin und jeder Bürger in Österreich gleich viel wert ist. Es profitieren vor allem Gemeinden in den westlichen Bundesländern. Außerdem muss es bessere Ausgleichsmaßnahmen für strukturschwache Gemeinden geben. Ja, wir vom Gemeindevertreterverband Burgenland sind der Meinung, dass in Österreich jeder Bürger gleich viel wert sein muss und deswegen auch eine zentrale Forderung in den laufenden Finanzausgleichsverhandlungen dahingehend ist, dass hier nach dem Prinzip Geld folgt Leistung, eine Aufgabenorientierung natürlich Platz greifen muss, aber die Grundfinanzierung hier sein muss, dass jeder Bürger gleich viel wert sein muss. Eine Entflechtung, eine Vereinfachung des Finanzausgleiches ist Gebot der Stunde. Wir möchten Sie auf eine neue Kategorie auf unserer Seite aufmerksam machen. Es handelt sich dabei um den Kommentar des Tages vom EU-Bauer Manfred Thiesal. Er ist für seine treffenden Kommentare bekannt aus dem Villacher Fasching. Lesen Sie täglich seine aktuellen Beiträge bei ccmtv.at. Phil Hogan, EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, war letzte Woche zu einer Aussprache bei den Mitgliedern des Landwirtschaftsausschusses im Parlament. SPÖ-Landwirtschaftssprecher Erwin Breiner begrüßte die Möglichkeit zur Aussprache. Hogan habe in einem Gespräch die Vorreiterrolle Österreichs bei der Biolandwirtschaft bestätigt, ein Bereich, der dem SPÖ-Agrarsprecher besonders am Herzen liegt. Es ist ein Verhandlungserfolg der SPÖ, dass im Programm für ländliche Entwicklung bis 2020 immerhin 485 Millionen Euro der Fördermittel an Österreich für die biologische Landwirtschaft vorgesehen sind, betonte der burgenländische Nationalrat Erwin Breiner. Endlich wurde die langjährige ÖVP-Forderung zum Bahnhof Mattersburg umgesetzt. Es gibt mehr Parkplätze, einen barrierefreien Zugang und die überfällige Sanierung von Gleiskörper und Viadukt wurde umgesetzt, erklären ÖVP-Bezirksparteiobmann Christian Zagatz und ÖVP-Stadtparteiobmann Michael Ulrich bei einem Lokalaugenschein am Bahnhof. Gesundheits- und Soziallandesrat Magister Norbert Darabosch ist nun auch auf Facebook mit einer Fanseite vertreten. Mithilfe der sozialen Netzwerke möchte er interessierte Bürgerinnen und Bürger über seine Tätigkeiten im Gesundheits- und Sozialbereich informieren und vor allem teilhaben lassen. Victualia Award 2016. Es gibt viele kreative Projekte und Ideen, die vorzeigen,
wie wir Lebensmittelabfälle vermeiden können. Die Best of Austria-Projekte möchten wir mit dem Victoria Award auszeichnen und damit vor den Vorhang holen. Dieser Preis ist einzigartig in Europa, erklärt Bundesminister André Rupprechter anlässlich des Einreichstarts. Die Ausschreibung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft richtet sich an Unternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Gastronomie, Abfallwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Handel, Gemeinden, Schulen, soziale Organisationen und auch Einzelpersonen. Die Einreichfrist ist vom 21. Jänner bis 6. März 2016. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesen und anderen Themen finden Sie auf unserer Seite. Polizeinews. Die Bundesstraße 50 war Schauplatz eines Verkehrsunfalles, bei dem eine Person eingeklemmt wurde. In Breitenbrunn wurden bei einem Einbruch in der Volksschule 3 Laptops und ein Beamer gestohlen. Bei Weppersdorf bei der Stoberbachbrücke entdeckte ein Passant einen 1 Meter breiten Ölfilm. Die Freiwillige Feuerwehr Markt St. Martin und Weppersdorf waren daraufhin im Einsatz. Aus bisher unbekannter Ursache brach in einem Holzschuppen in St. Margareten ein Brand aus. Die Feuerwehr St. Margareten war mit 22 Mann im Einsatz und konnte den Brand rasch löschen. In Stinaz wurden aus einem Einfamilienhaus Golddukaten und Schmuck gestohlen. Im Windpark Grenzdorf brach bei der Trafostation eines Windrades ein Brand aus. Die Feuerwehren Grenzdorf und Sigles konnten mit 24 Einsatzkräften den Brand löschen. Die Trafostation wurde abgeschaltet. In Neutal ist eine Jagdhütte abgebrannt. Der Schaden beträgt etwa 100.000 Euro. Veranstaltungshinweise: Faschingsumzüge und Maskenbälle haben Hochsaison. Am 31. Jänner 2016 findet der Kindermaskenball im Café Maria in Rohrbach statt. Einlass ist um 14 Uhr. Der 15. Röhm-Zuzler Faschingsumzug findet am 30. Jänner 2016 ab 15 Uhr in Hirm statt. Zum Abschluss findet man sich im Dorfsaal ein. Faschingsumzug in Schwarzenbach. Heuer findet der Jubiläumsfaschingsumzug am Samstag, den 30. Jänner 2016 statt. Beginn ist um 13.40 Uhr auf der Hauptstraße. Es ist bereits der 40. Umzug in der Ortschaft. Es werden über 20 geschmückte Festwagen erwartet. Walzerträume in der Bauermühle. Walzerfreunde kommen am 29.01.2016 auf ihre Rechnung. Nach dem großen Erfolg des Vorjahres findet auch 2016 in der Bauermühle in Mattersburg ein schwungvolles Konzert mit dem Genuss-Salon-Orchester statt. Die Moderation übernimmt Alois Loidl. Das Ensemble präsentiert ein heiteres Programm aus dem reichen Repertoire der Strauß-Dynastie und deren Zeitgenossen. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet ausschließlich über die Gemeinde Mattersburg statt. Infos und Reservierungen unter 02626 623 32. Vorverkauf 19 Euro, Abendkasse 22 Euro. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche wünscht Ihnen Ihr CCM-TV-Team.